Wie werden eigentlich Meinungen in der Demokratie gesteuert? Diese Frage stellt sich Rainer Mausfeld in folgendem Vortrag, den wir uns gleich ansehen werden. Vorab ein Hinweis in eigener Sache. Abonniert mich auf Odyssee, abonniert mich auf Rumble. Die Links zu Odyssee und Rumble findet ihr in der Video- und der Kanalbeschreibung. In dem Sinne beginnen wir jetzt mit Rainer Mausfeld. Wenn ein Künstler, sei es im Schauspiel, in der Oper, im Kino, im Film, wenn ein Künstler etwas macht, was dazu dient, bestimmte affektive Zustände in ihnen auszulösen, dann ist das im psychologischen Sinne eine Manipulation. Im technischen Sinne ist es eine Manipulation. Wir fühlen uns aber nicht manipuliert. Einmal, weil wir das Gefühl haben, wir durchschauen die Situation, wir haben die Kontrolle über die Situation. Wir fühlen uns nicht manipuliert, wir fühlen uns gut unterhalten. Also im psychologischen Sinne gehört die Beeinflussung mentaler Zustände anderer zu unserem psychologischen Design. Und das gilt auch für alle anderen Arten, die sozial organisiert sind und die kognitiv hinreichend komplex sind, die über diese Fähigkeit verfügen. Hier haben Sie ein Beispiel aus dem Stuttgarter Zoo. Schimpansen, die uns Gorillas. Danke. Und hier haben Sie ein anderes Beispiel, weil man in jüngerer Zeit entdeckt hat, dass diese komplexen Fähigkeiten sich auch bei einigen Vögeln finden. Vögel sind bislang in ihrer kognitiven Konstitution sozusagen weit unterschätzt worden. Deswegen nennt man sie auch heute gefiederte Affen. Es gibt also einige Vögel, die weit höhere Fähigkeiten hatten, wo man dachte, die kann ein Vogel. So ganz ehrlich, das habe ich noch nicht gehört. Gefiederte Affen. Höre ich gerade eben zum ersten Mal. Gehirn gar nicht leisten. Beispielsweise hier bei den kaledonischen Krähen finden wir eine Fähigkeit, wenn die Krähe ein Futter hat, was sie verstecken will, weil sie es im Moment nicht essen möchte, und sich beobachtet fühlt, dann tut sie so, als würde sie es an einem Ort verstecken. Sie gräbt also mit dem Schnabel herum, tut so, als würde es verstecken, sodass die beobachtenden Krähen, dass deren mentale, da wird die Meinung wieder manipuliert, den Eindruck haben, die Krähe hat das da versteckt. Also Manipulation ist zunächst etwas Neutrales und wir müssen erst mal rauskriegen, wann wird die Sache eigentlich zu einem Problem. Die Manipulation der Zustände anderer ist eine ganz alte Geschichte. Beispielsweise hat sich die antike Rhetorik da schon mit beschäftigt und hat ein ganzes Handwerk der Manipulation, das nannte man dann Rhetorik, Überredungskunst, ganze Handbücher der Rhetorik, in denen alle möglichen Tricks aufgelistet waren, wie man sozusagen auf der Klaviatur unseres Geistes spielen kann, um etwas zu bewirken. Da finden Sie dann solche Regeln drin wie das Argumentum ad nauseam. Das heißt, man wusste, wenn ich irgendeine falsche oder echte Tatsache oder eine Meinung immer wieder wiederhole, sozusagen bis zum Erbrechen, dann gibt es den psychologischen Effekt, dass der Empfänger mit der Zeit den Wahrheitsgehalt dieser Nachricht immer höher einschätzt. Das ist mittlerweile auch in vielen Experimenten immer bestätigt. Sie müssen also Dinge nur hinreichend häufig wiederholen, dann steigt der subjektive Wahrheitsgehalt einer Aussage. Und es gab viele andere Dinge, von denen man damals schon sehr gut Bescheid wusste. Beispielsweise unser, wenn Sie so wollen, eingebauter Wort-Aberglaube. Wir neigen zu der Auffassung, dass wenn wir ein Wort hören, dass dem Wort auch ein Sachverhalt in der Welt entspricht. Das ist unser angeborener Wort-Aberglaube. Das ist ein ganz mächtiger Effekt, der in allen Bereichen, in der Rhetorik, in der Werbung und auch in der Politik immer wieder genutzt wird, weil der Effekt so stark ist. Der Neoliberalismus hat das extrem verfeinert und ausgearbeitet. Die ganze Sprache des Neoliberalismus beruht auf dem Nutzen unseres Wort-Aberglaubens. Wenn Sie Worte wie Reform oder Bürokratieabbau hören, die sind so entworfen, dass der Hörer, der Bürger positive Gefühle dabei hat und sagt, das kann ja nichts Schlechtes sein, das ist positiv und nicht darüber nachdenkt, dass Reform und Demokratieabbau in der Bürokratieabbau in der Regel bedeutet, Konzerne und Reiche vor einer öffentlichen Kontrolle zu schützen, zu deregulieren, nennt man das, klingt auch positiv,
und sogar dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft eigentlich von Unbill des Marktes geschützt wird. Eine sehr starke Form, die auf uns eine ganz große Macht hat in der Sprache, sind Metaphern, Bilder, Sprachbilder. Denen können wir uns kaum entziehen. Sprachbilder ergreifen uns sozusagen. Und wenn jemand die richtigen Sprachbilder findet, kann er das Denken manipulieren. Er kann es nicht nur manipulieren, er kann sogar das Denken fast lahmlegen. Mächtige Sprachbilder im Neoliberalismus sind die Natur. Dankeschön. Mächtige Sprachbilder im Neoliberalismus sind die sogenannten Naturgesetzlichkeiten des Marktes. Man kann dem Markt so wenig entgegensetzen wie dem Wetter. Das ist einfach. Man kann ihn nicht bekämpfen, weil er ja nur beschreibt, was die Naturgesetzlichkeiten des Marktes sind. Das ist eine ganz wirkmächtige, wie Sie wissen, Metapher. Wann fängt das Problem an? Ja, also allein schon da fängt das Problem an. Also es wird so getan, als wäre eine historisch spezifische Wirtschaftsform wie der Kapitalismus, als wäre das erstmal ein Naturzustand, der ewig gewährt hätte und auch ewig währen wird, der quasi aus der Natur des Menschen begründet sei. Das ist er nicht. Der Kapitalismus ist ein relativ junges Phänomen, menschheitsgeschichtlich gesehen. Also die Spezies Homo sapiens existiert seit 200.000 Jahren. Wir haben seit 200 Jahren Kapitalismus. Zumindest hier in Mitteleuropa. Und dann wird so getan, als ob irgendwelche Marktprozesse, die so gut wie unreguliert stattfinden, die möglichst unreguliert stattfinden, als wären die der natürliche Zustand, in dem man nicht eingreifen dürfe. Aber so ein Zustand, wo der Staat möglichst wenig eingegriffen hat, auch das war nur über 100 Jahre hinweg der Fall, nämlich 19. Jahrhundert bis 1914, dann hatte man die Kriegswirtschaft des Ersten Weltkriegs und dann ist der Staat nach und nach immer interventionistischer geworden. Und der Neoliberalismus behauptet diesen Zustand, den man im Manchester-Kapitalismus hatte, als natürlichen Zustand, den es irgendwie wiederherzustellen gelte. Was was gar nicht möglich ist, da beispielsweise über die Sozialversicherung oder über die großen Staatsunternehmen, die es ja jetzt nun mal gibt, so stark in die Wirtschaft eingegriffen wird, das kann man nicht wieder abwickeln. Zumal die Unternehmen jetzt Nettosparer sind und man das sowieso nicht wieder abwickeln kann, der Staat sich sowieso immer weiter verschulden muss und sowieso immer mehr Geld ausgeben muss. Andere Geschichte, aber ja, hier werden historische Spezifika als Naturgesetze behauptet. Da beginnt allein schon das Problem. In dieser Situation der Rhetorik und auch unser Kinobeispiel ist die Beeinflussung mentaler Zustände symmetrisch. Das heißt, jeder kann in die Rolle des anderen schlüpfen und hat die gleichen Techniken zur Verfügung, mit denen er den anderen überreden kann. Symmetrisch heißt sozusagen Waffengleichheit. Wir können die Rollen tauschen und durch diese Symmetrie bleibt der Effekt von Manipulation sozusagen eingegrenzt, weil wir einfach durch Rollentausch einen umgekehrten Effekt kriegen. Wenn sich jetzt Interessengruppen bilden und sagen, wir tun uns mal zusammen, wie hier in dem Bild eines holländischen Barockmalers, wir tun uns mal zusammen, dann können wir nämlich unsere Mittel zusammenwerfen und können über ganz andere Techniken verfügen, andere zu überreden. Das ist die Entstehung von Lobbygruppen. Jetzt haben wir nicht eine symmetrische Situation, jetzt haben wir eine asymmetrische Situation. Das heißt, Lobbygruppen verfügen über sehr viel mehr Geld als ein Einzelner. Und sie können auch über Medien verfügen, die einem Einzelnen so nicht zur Verfügung stehen. Jetzt kommt das eigentliche Problem. Es geht nicht sozusagen um Manipulation anderer, es geht um Manipulation in einem Machtkontext. Ein Machtkontext ist immer asymmetrisch. Und wir müssen fragen, wie groß ist eigentlich die Asymmetrie in diesem Machtkontext? Ich will Ihnen nur ein Beispiel nehmen, damit Sie ein Gespür für die Relationen kriegen, was gerade durch die Presse ging. Wenn eine Lobbygruppe sagt, wir können zur Überredung der anderen, zur Manipulation, zur Steuerung der anderen, pro Tag 2,7 Millionen haben wir zur Verfügung, dann sehen Sie, dass das eine gigantische Asymmetrie ist, der Einzelne eigentlich nichts mehr entgegenzusetzen hat. Das war genau die Situation, die Lobbygruppe, um die es hier ging, ist die Wall Street, die im letzten US-Wahlkampf 2 Milliarden nur in Meinungsmanipulation gesteckt hat. Wir schauen uns nachher noch an, wer die Akteure sind, die so etwas betreiben. 2,7 Milliarden nur in Meinungsmanipulation gesteckt hat. Und das ist nur eine der Lobbygruppen. Es gibt ganz viele andere Industrieverbände, die ebenfalls
viele Milliarden in diese Wahlkämpfe stecken. Und jetzt sehen Sie, das ist das eigentliche Problem. Nicht, dass wir andere überzeugen, nicht, dass wir versuchen, mentale Zustände anderer zu manipulieren. Es geht um den Machtkontext. Damit sind wir jetzt beim Thema Meinungsmanagement und Demokratie. Und ich möchte gerne in einem ersten Teil des Vortrages möchte ich den allgemeinen roten Faden schildern, um Ihnen deutlich zu machen, was sozusagen die allgemeinen Hintergründe, die allgemeine Entwicklung ist. Und das will ich machen mit einem Blick auch immer wieder auf die Sozialgeschichte, weil wir viele Dinge besser verstehen können, wenn wir an die Ursprünge zurückgehen, weil an den Ursprüngen diese Dinge noch klarer erkennbar sind als 50, 100 Jahre später, wo das alles schon mit einer großen Legitimationsrhetorik sozusagen überzogen ist. Und in einem zweiten Teil möchte ich Ihnen dann aktuelle, konkrete Beispiele dazu geben, wie diese Dinge betrieben werden. Also schauen wir uns an, Meinungsmanagement und Demokratie. Einer der Gründungsväter der amerikanischen Demokratie, Madison, brachte klar zum Ausdruck, dass jede Art von Regierung auf Meinung beruht. Jetzt ist darin bereits ein Spannungsverhältnis. Ja, ich kenne ja die Vorträge von Rainer Mausfeld einigermaßen und das ist immer interessant, wie antidemokratisch einige Gründerväter der USA gedacht haben. Also wie offen damals noch Sachen ausgesprochen wurden, die man heute nur unter vorgehaltener Hand oder hinter zig Euphemismen versteckt sagen würde. Angelegt. Ich meine, das war nicht nur damals so, das war auch noch Anfang des 20. Jahrhunderts so, dass Eliten wie Walter Lippmann ganz offen von einer Elitendemokratie gesprochen haben. Also heute würde so etwas keiner mehr explizit in den Mund nehmen, aber implizit schwingt dieses Demokratieverständnis natürlich immer noch mit. Weil die Gründungsväter, nicht nur Madison, die Gründungsväter der USA waren überwiegend der Auffassung, dass man dem Volk nicht trauen könnte. Die hatten ein ganz großes Misstrauen in das Volk. Da ist natürlich ein Spannungsverhältnis, wenn man Demokratie haben will und Misstrauen ins Volk hat, das beißt sich irgendwie. Sie hatten ein ganz großes Misstrauen in das Volk. Und Madison war jetzt der Auffassung, die Meinung des Volkes kann nur dann etwas zählen, wenn sie durch die politischen Repräsentanten gefiltert wird und dann wieder in das Volk zurückgelegt wird. Ohne Filterung ist die Meinung des Volkes einfach wertlos. Das heißt, die politischen Repräsentanten, sagt Madison, wissen besser, was das Volk eigentlich will, als das Volk. Das ist die Prämisse. Das Volk weiß nicht, was es will, das wissen eigentlich nur die politischen Repräsentanten. Die öffentliche Meinung, die von den Vertretern des Volkes ausgesprochen wird, steht mit dem Gemeinwohl mehr im Einklang als die Meinung des Volkes selbst. Lass das Volk reden, wir müssen dem Volk sagen, was es reden soll. Und dann machen wir das, was das Volk uns sagt, was wir ihm gesagt haben, was es machen soll. Das ist die asymmetrische Situation. Madison bezog sich darauf auf einen berühmten schottischen Philosophen, David Hume. Hume hat das als erster sehr klar, der Sachverhalt ist ja eigentlich recht naheliegend, ist nichts Tiefes. Aber David Hume hat ihn sehr pointiert zum Ausdruck gebracht und hat gesagt, wie kommt es eigentlich, dass sich die Mehrheit der Nichtbesitzenden von der Minderheit der Besitzenden regieren lässt? Nichts erscheint erstaunlicher als die Leichtigkeit, mit der die vielen von den wenigen regiert werden und die stillschweigende Unterwerfung, mit der Menschen ihre eigenen Gesinnungen und Leidenschaften denen ihrer Herrscher unterordnen. Das ist komisch. Demokratie heißt ja, man muss ja nur abstimmen, dann hätte man soziale Gerechtigkeit. Fragt man nun, wie es zu diesem Wunder kommt, so stellt man fest, zumal die Regierten die Stärke, also die Mehrzahl auf ihrer Seite haben, die Regierenden durch nichts gestützt werden als Meinung. Wie kann man jetzt diese Dinge unter einen Hut bringen, dass die Besitzenden natürlich ihren Status nicht gefährden wollen, ihn aber durch die Mehrzahl der Nichtbesitzenden gefährdet sehen, eine Demokratie auf Meinung aufgebaut ist? Da hatten sie die gute Idee. Demokratie benötigt zwangsläufig Meinungsmanagement, sonst ist sie gefährdet, den Status der Besitzenden zu gefährden. Nur durch Kontrolle der Meinung lässt sich die Mehrheit der Nichtbesitzenden von einer Minderheit der Besitzenden regieren. Diese Dinge wurden damals noch ganz offen,
sehen Sie an den Zitaten, wurden ganz offen diskutiert. Das war das Paradoxon der Demokratie. Reine Demokratie kann nicht funktionieren, sie ist gefährlich. Wir müssen also eine Möglichkeit finden, das Risiko aus der Demokratie rauszunehmen. Dazu braucht man Meinungsmanagement. Und einer der Väter, berühmte Vater der Propagandaforschung, Harold Laswell, sagte, Meinungsmanagement ist kostengünstiger als Gewalt. Wir können uns Panzer ersparen, wir können uns Geheimpolizei ersparen, wir können uns Bestechung ersparen, wenn wir die Techniken des Meinungsmanagements besser beherrschen. Das ist die effizienteste und beste Form der Kontrolle der Bevölkerung, weil sie, anders als Gewalt, auch keinen Widerstand hervorruft. Wir sind eher bereit, das hinzunehmen, weil es sanfte Methoden sind. Wir kriegen es gar nicht richtig mit. So, das führt uns dann zu dem allgemeinen Problem. Wer bestimmt eigentlich in einem Gemeinwesen die politischen Entscheidungen? Der natürliche Gegensatz in einer Gemeinschaft ist natürlich der zwischen Arbeit und Kapital, zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden, zwischen Landbesitzern im Feudalismus und Besitzlosen. Es gibt natürliche sozusagen Spannungsverhältnisse in einer Gesellschaft. Wer bestimmt politische Entscheidungen? Und das war am Anfang so, dass sozusagen alle Seiten versucht haben, sich in entsprechenden Interessengruppen zu organisieren, um die Dinge in Balance zu halten. Beide Seiten gründen also Lobbygruppen. Madison stellt fest, dass solche Lobbygruppen überhaupt sich rausbilden müssen, liegt daran, dass es unterschiedliche, natürliche, unterschiedliche Interessen gibt. In diesem Fall hier die Besitzlosen und die Besitzenden. Lobbygruppen sind selbst ein Resultat einer, stellt er ganz klar fest, der vielfältigen und ungleichen Eigentumsverteilung. In jeder Gesellschaft ist es die ungleiche, extrem ungleiche Eigentumsverteilung, die es zu solchen Gruppen Anlass gibt. So, dieses Problem, dieses Madison-Problem zieht sich bis heute eigentlich durch. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus dem kürzlich veröffentlichten Armutsbericht der Bundesregierung. Haben Sie vielleicht mitgekriegt, gab es ein bisschen Unruhe, weil die Merkel-Regierung einige Passagen wieder rausgenommen hat, die sie etwas zu risikoreich empfunden hat. Die Autoren haben dann in der Zeit dazu Stellung genommen und sagen, wie aber entscheidet die Politik, wenn Arm und Reich nicht dasselbe wollen, eher im Sinne der Armen oder eher im Sinne der Reichen, und stellen dann aus ihren empirischen Untersuchungen etwas fest, was sie die Krise der Repräsentation nennen. Stimmt, da habe ich auf meinem Erstkanal ein Video zu gemacht, da habe ich die Daten dieser Studie kurz vorgestellt und es ist ziemlich eindeutig. Die oberen 10%, die setzen sich bei politischen Entscheidungen sehr, sehr stark durch und die unteren 50% so gut wie überhaupt nicht. Also die Responsivität, die ist bei politischen Entscheidungen nur beim reicheren Teil der Bevölkerung gegeben, um es mal in den Worten der Studie zu sagen. Also das sind doch sehr, sehr interessante Ergebnisse. Wie gesagt, habe ich auf meinem Erstkanal mal ein Video zu gemacht. Die Meinungen der Reichen spielen bei politischen Entscheidungen praktisch keine Rolle mehr. Entschuldigung. Ich bin schon im Utopie-Modus. So, wie sieht die Entwicklung aus? Beide Gruppen gründen also Lobbygruppen. Das ist in der Tat passiert. Die Interessenvertretung der Arbeiter, kennen Sie aus der Geschichte, war am Anfang ausgesprochen erfolgreich. Das war in der Tat die erste Form einer Internationalisierung, war ausgesprochen erfolgreich, relativ wirkmächtig. Das widersprach natürlich den Vorstellungen von Demokratie der Arbeitgeber, sodass sie da etwas machen mussten, damit die Dinge nicht aus dem Ruder laufen. Die Besitzenden haben das gemacht, was wir für unser Anliegen heute versäumen. Sie haben sehr sorgfältig die Geschichte der Arbeiterbewegung studiert und sehr sorgfältig die Techniken, das Scheitern, die Erfolge analysiert, um dann auf dieser Grundlage Strategien zu entwerfen, wie man diesen Erfolg zunichte machen kann. Das war, wir sind jetzt etwa 1920, 1930, das war die Zeit, wo
die Sozialwissenschaften explodierten. Die Sozialwissenschaften waren sozusagen ein Kind. Also das Aufblühen der Sozialwissenschaften war ein Kind dieses Medicine-Problems. Wir brauchen Techniken, wie man Arbeiterbewegungen zersetzen kann. Dazu müssen wir soziale Bewegungen studieren. Sodass dann die Besitzenden mit der Hilfe von Thinktanks, mit Hilfe von Universitäten und der explodierenden Sozialwissenschaften sehr sorgfältig studierten, worauf beruhte dieser Erfolg. Und das führte in relativ kurzer Zeit natürlich zu der Schieflage, dass der Einfluss der sozusagen solidarischen Interessengruppen immer mehr geschwunden ist. Wie das im Einzelnen passiert ist, da gibt es eine, kann man mittlerweile ganze Bibliothek mitfüllen, das ist enorm gut untersucht. Und es ist interessant, dass wenig von dem, was da rausgefunden wurde, irgendwie in den öffentlichen Diskussionsraum gekommen ist. Ich will Ihnen nur zwei Beispiele nennen. Einmal eine Klassiker von der Sozialhistorikerin Fons Wolf, die untersucht hat, mit welchen Mitteln Fabrikanten versucht haben, Falschidentitäten zu erzeugen, um das Solidaritätsgefühl der Arbeiter untereinander aufzubrechen und dafür zu sorgen, dass Arbeiter sich nicht mehr miteinander solidarisieren. Sie beziehen ihre Identität nicht mehr daraus, dass sie Arbeiter sind, sondern sie beziehen ihre Identität daraus, dass sie Bayer Leverkusen Arbeiter sind. Wir sitzen alle in einem Boot. Dazu wurden Fußballvereine ganz systematisch, da haben die Sozialwissenschaften ganz viel Hilfestellung gegeben. Es wurden Firmenweihnachtsfeste gemacht. Es wurden Firmen-T-Shirts gedruckt mit Firmenlogo. Man hat systematisch die Identität, die alte Identität aufgebrochen, sodass dann die Bayer-Arbeiter gegen die BASF-Arbeiter waren und sich stattdessen mit der Firma identifizierten. Fabrikanten organisierten Multimillionen-Dollar Public Relation-Kampagnen. Das ist übrigens interessant. Wobei man da auch sagen muss, dass da die Differenzierung innerhalb der Arbeiterschaft auch stark dazu beigetragen hat, dass das möglich wurde. Also früher, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat ein gut bezahlter Facharbeiter vielleicht das Drei- oder Vierfache von einem einfachen Arbeiter verdient. Heute verdient ein gut bezahlter Facharbeiter vielleicht das Zehnfache von einem oder das Zwanzigfache von einem einfachen Arbeiter. Also heute ist die Lohnhierarchie viel, viel größer. Und das ist in den letzten Jahrzehnten nochmal deutlich extremer geworden. Das hat auch dazu beigetragen, dass das, was Mausfeld hier beschreibt, überhaupt möglich wurde. Dass sich da quasi eine Arbeiteraristokratie gegen die einfachen Arbeiter abgrenzen kann. Wenn die materiellen Verhältnisse relativ ähnlich sind, dann ist das sehr viel schwieriger, diese alten Identitäten aufzubrechen. Wenn der eine in einem schönen Haus lebt und ein Vermögen von 500.000 hat und der andere ja mit 1.000 Euro Lohn jeden Monat gerade so über die Runden kommt, dann teilen die sich halt ihre Lebensrealitäten einfach nicht. Also deswegen ist es eben auch möglich, diese alten Identitäten so leicht aufzubrechen. Das Wort Public Relation, das war auch genau aus dieser Entstehung der Sozialwissenschaften. Man nannte das erst, als diese Dinge entstanden, nannte man das Propaganda. Das war bei Bernays und Laswell. Die haben das ganz offiziell Propaganda genannt. Und als Goebbels dann so ein begeisterter Anhänger von denen war, hat man hinterher gesagt, es ist jetzt anrüchig. Wir nennen das um, wir nennen es jetzt mal Public Relation. Also Public Relation ist eigentlich nichts anderes als Propaganda. Dadurch sollten die Arbeiter dazu gebracht werden, ihr eigenes soziales, wirtschaftliches und politisches Wohlergehen mit dem Wohlergehen ihrer Arbeitgeber zu identifizieren. Das ist pervers. Das ist eine wirkliche Verdrehung ihrer Interessen. So, und dieses Buch zeichnet das in den Details nach. Diese Dinge sind alle gut untersucht. Was passiert dann in diesem Gefolge? Die Entwurzelung von den eigenen emanzipatorischen Leitideen. Man muss die Idee einer solidarischen Gesellschaft zum Verschwinden bringen. Genau das ist dann in der Thatcher-Revolution passiert. There is no such thing as society. Die Idee der Gemeinschaft wird zerstört. Wie konnte es passieren mit dieser Leichtigkeit? Thatcher hat gesagt, wir wollen die Herzen und die Seele ändern. Es geht uns gar nicht nur um eine Wirtschaftsreform. Wir wollen den Menschen als Ganzes ändern. Wir wollen Herzen und Seelen ändern. Warum konnte das so leicht, warum hatte der Neoliberalismus ein so leichtes Spiel, diese Dinge zu machen? Und 1984 steht da genau sozusagen, als habe ich jetzt mit symbolisiert, das war das Jahr, in dem der britische Bergarbeitersteig mit unglaublicher Gewalt durch die Thatcher-Regierung zerschlagen wurde. Damit war eigentlich den Gewerkschaften in England das Genick gebrochen. Das heißt, man hat systematisch
Techniken entwickelt, die noch, die können Sie in den alten, die wurden in Büchern auch niedergelegt, können Sie nachlesen, wie kann man soziale Bewegungen zersetzen. Da gibt es heute ein unglaubliches Wissen, soziale Bewegungen zu zersetzen. Und deswegen darf man sich nicht verwundern, wenn, kriegen Sie immer wieder mit, die Occupy-Bewegung, die mit einem enormen Enthusiasmus gestartet ist, in dem Moment, wo sie drohte, politisch wirksam zu werden, wurde sie blitzschnell zersetzt. Ähnliche Sachen haben Sie mit Podemos, mit Corbyn in England und so weiter. Das heißt, es gibt ein ganzes Arsenal von Techniken, wie kann man soziale Bewegungen zersetzen. Ja, bei Corbyn gab es diese Zersetzungsversuche, und die auch letztlich erfolgreich waren. Aber man musste ja sagen, Corbyn hat sich in der Labour-Partei 2 Wahlen an der Macht gehalten. Also nach der 2. Wahl ist er dann letztlich gestürzt, und bei beiden Wahlen hatte er keinen Erfolg. Einmal wegen der Brexit-Debatte und zum anderen, weil die gesamte englische Presse gegen ihn geschossen hat. Also das war jetzt nicht nur, also die Zersetzungsstrategie, die hat er natürlich zu beigetragen. Wenn Labour dauerhaft unter Kontrolle von Corbyn gestanden hätte, dann hätte Corbyn jetzt sehr, sehr gute Chancen, nächster britischer Premier zu werden und dementsprechend eine andere Politik einzuleiten. Also war die Zersetzung wichtig, um Corbyn innerparteilich zu stürzen, aber das waren auch Angriffe von außen, die durch die Presse stattfanden. Also an den Haaren herbeigezogene Antisemitismusvorwürfe beispielsweise. Nur viele andere Sachen, die, wie gesagt, innerparteilich zur Zersetzung von Corbyns Position genutzt wurden und die andererseits aber auch als Medienkampagne von außen an Labour herangetragen wurden. Und einer der besonders gravierenden Effekte ist, wenn man soziale Bewegungen von ihrer eigenen Geschichte entwurzelt. Wir sind eigentlich heute von unserer eigenen Sozialgeschichte, Ideengeschichte, solidarischer Bewegung entwurzelt. Wir haben einen Gedächtnisverlust. Und mit einem Gedächtnisverlust haben Sie einen Identitätsverlust. Und das war eine ganz wichtige Methode. Wie kann ich die Leute von ihrer eigenen Geschichte entwurzeln? Und dann steht all das, was die Identität ausgemacht hat von solchen Solidarbewegungen, steht im öffentlichen Diskussionsraum einfach nicht mehr zur Verfügung. Es ist weg. Damit so etwas passieren kann, brauchen Sie eine systematische Blockade aller Vermittlungsmechanismen. Denn wer vermittelt denn eigentlich zwischen der Studie, die ich gerade genannt habe, und der Öffentlichkeit? Da müsste eine breite Schicht von Medien, von Intellektuellen, von anderen, müsste dieses Wissen in die Öffentlichkeit bringen. Diese Vermittlungsmechanismen, die überhaupt erst... Das war ja das Krasse. Also ich habe von dieser Studie tatsächlich so ganz am Rande mitbekommen, und zwar durch die Heute-Show. Also, das war nicht Thema in den normalen Nachrichten oder so, jedenfalls nicht so, dass ich es damals mitbekommen habe, sondern es war Thema in Satire-Sendungen. Also spätestens seit Beginn des Ukraine-Krieges 2022 machen ja auch Satire-Sendungen nur noch Propaganda, sind komplett auf Linie mit allem anderen, was da in Medien läuft. Aber das fand ich auch gut, dass über die letzten 10 Jahre hinweg, zumindest bis 2022, in Satire-Sendungen noch so eine Art von Journalismus stattfand, wo auch kritische Themen gebracht wurden, aber den normalen Nachrichten das schon nicht mehr passiert ist. Emanzipatorischen Bewegungen eine Identität geben, die sind gestört. Wir sind auch historisch atomisiert und entwurzelt. Und dann fehlt natürlich die gesellschaftliche Kraft für eine Änderung. Und das war intendiert. Ich gebe Ihnen ein zweites Beispiel aus der umfangreichen Literatur. Ebenfalls von einem Sozialhistoriker, ist 2015 erschienen, ein wirklich brillantes Buch, wo er im Detail untersucht hat, mit welchen Techniken schafft man es eigentlich, soziale Bewegungen in dieser Weise zu zersetzen, wie das passiert ist. Ich gebe nur ein ganzes Spektrum von Dingen. Ein Beispiel, was sich schnell diskutieren lässt, die Kultur des Konsumismus fördert eine Identität und individuellen Lebensstil fokussierte Form von Gesellschaftspolitik. Sie fördert die Infantilisierung und eine unersättliche Gier nach immer mehr und immer neuartigen Formen von Falschidentitäten. Schauen Sie auf Facebook, schauen Sie auf sonst was, schauen Sie auf die alltägliche Lebenserfahrung. Es gibt eine Gier nach Identitäten, nämlich Falschidentitäten, die mit ihrer eigenen Lebenswelt nichts mehr zu tun haben. Das nennt er die Privatisierung der Utopie. Wir haben die gesellschaftliche Utopie aufgegeben, und die Utopie ist, seine eigenen Identitäten zu optimieren, seine Sichtbarkeit im Netz zu optimieren und so weiter. Einer der Vorgänger davon war Edward Bernays, haben Sie vielleicht schon von gehört, das ist der Vater der Propagandaforschung. Ein raffinierter Kopf.
der sehr erfolgreiche Marketing- und Propagandakampagnen entworfen hat, einmal um Guatemala zusammenzuschießen, aber auch um ein Problem zu beseitigen, was die Tabakindustrie damals hatte, dass etwa 50% der Kunden zum Rauchen nicht zur Verfügung stand. Das war ein Skandal, ein kultureller Skandal, dass Frauen nicht geraucht haben. Da sagte man, da muss man etwas dran machen. Man muss diese Schicht als Konsument erschließen. Dann hat er eine Identitätskampagne entwickelt, Believe in Yourself. Zigaretten sind Fackeln der Freiheit. Frauen, die für die Emanzipation kämpfen, müssen rauchen. Das war eine der erfolgreichsten Kampagnen. In kurzer Zeit gehörte das sozusagen zum Ausdruck der Emanzipation zu rauchen. Oh Gott, bei Edward Bernays, da gibt es zahlreiche, ziemlich absurde Beispiele. Jonas Tögel hatte das mal in einem Vortrag auf dem Kanal Wir, Wissensrelevant, hat da gezeigt, wie Edward Bernays das ja bekannte amerikanische Frühstück erfunden hat. Also früher war das Frühstück in Amerika eher relativ mager, eher relativ karge. Und Edward Bernays hatte dann, ich glaube, von irgendeinem Speckhersteller den Auftrag, Speck besser zu vermarkten. Und er hat dann ganz viele Ärzte angeschrieben, was sie von dem Frühstück hielten, was aus Eiern und Speck bestünde. Einige Ärzte haben gesagt, ja, klingt gut. Und dann hat Edward Bernays die Zahlen von allen Ärzten, die gesagt haben, ja, klingt gut, zusammengezählt. Daraus eine Medienkampagne gemacht, so und so viele tausend Ärzte empfehlen, essen Sie morgens Eier und Speck, und seitdem ist das typische amerikanische Frühstück morgens Eier und Speck. Also das, was wir quasi so klischeehaft kennen. Das fand ich auch sehr interessant. Das heißt, dieses Problem, was wir vorhin hatten, die Lobbygruppen, verschärfte sich immer mehr. Wir finden auf der einen Seite nicht mehr eine Interessenvertretung von Arbeitern, von solidarischen Gemeinschaften. Wir finden eine Atomisierung der Bevölkerung. Die hat natürlich keine gesellschaftliche Kraft mehr. Das sollte sie auch nicht. Das war gerade die Idee. Auf der anderen Seite finden wir eine zunehmende Vernetzung der Besitzenden. Und jetzt kommt dazu, dass mit dem Finanzkapitalismus das Kapital keine nationalen Grenzen mehr hatte. Während die eine Bewegung sozusagen an die nationalen Grenzen gebunden war, hatte die andere Seite die Möglichkeit, sich international zu vernetzen. Das hat die Asymmetrie noch mal gigantisch gesteigert. Und die Situation, die wir heute auf dieser Seite haben, ist eine extrem. Aber das war schon immer so, dass sich die Eliten international vernetzt haben und die normale Bevölkerung nicht. Also der Adel im Mittelalter, der war international organisiert und hat beispielsweise in den Bauernkriegen Bauernaufstände so relativ effektiv niederschlagen können, obwohl die Bauern ja zahlenmäßig deutlich in der Überzahl waren. Die Bauern, die waren halt nur regional organisiert, weil sie auch gar nicht größerflächig decken konnten. Die Adeligen waren dagegen über ganz Europa hinweg vernetzt. Also das war schon immer so. Das hat die Arbeiterbewegung relativ gut hinbekommen, dass sie halt international vernetzt war. Aber das ist danach keiner emanzipatorischen Bewegung mehr der Form gelungen. Extreme Vernetzung von Machtstrukturen. Ich werde Ihnen dann später noch. Und auch bei der Arbeiterbewegung ist das ja mehrfach immer wieder zusammengebrochen. Also das schlimmste Mal war in der Zweiten Internationalen am Beginn des Ersten Weltkriegs, als die ganzen sozialdemokratischen Parteien sich hinter ihre Flagge gestellt haben. Also die SPD in Deutschland beispielsweise in Kriegskrediten zugestimmt hatte. Beispiele, weil das auch sehr gut untersucht ist, Beispiele dazu nennen. Die Situation ist jetzt sozusagen, wenn wir es in den letzten 100 Jahren ansehen, fast aussichtslos in der Größe der entstandenen Asymmetrie dieser Auseinandersetzung. Es entstanden jetzt gigantische Machtstrukturen, die eine Reihe von ganz zentralen, ganz wichtigen Eigenschaften haben, die wir uns klar machen müssen. Diese Machtstrukturen, die hier entstanden sind, sind demokratisch nicht legitimiert und sie sind durch keinen Prozess der Wahl mehr abwählbar. Die wichtigsten Machtstrukturen unserer Gesellschaft sind dem Wähler gar nicht mehr zugänglich. Diese Machtstrukturen sind jeder Rechenschaftspflicht entzogen, sind öffentlich unsichtbar. Das heißt, und das wurde auch explizit gesagt, man möchte nicht, dass der normale Bürger überhaupt weiß, dass sie existieren. Sie sollen im öffentlichen Diskussionsraum unsichtbar sein. Und sie haben die Eigenschaft, dass sie zunehmend mit staatlichen Organisationsstrukturen verschmelzen. Die Grenzen werden durchlässig,
der Höhepunkt dieser Entwicklung wurde, weil das genau sozusagen das Ziel des Neoliberalismus war, im Neoliberalismus erreicht. Der Neoliberalismus hat sich staatliche Strukturen zur Beute gemacht und mit den Mitteln des Staates Konzerne und Reiche einer öffentlichen Kontrolle entzogen und von Beiträgen zu Gemeinschaftsaufgaben befreit. Das war explizite Stoßrichtung des Neoliberalismus und das ist ihm auf diese Weise in einem erschreckend großen Maße gelungen. Der Neoliberalismus tut zwar immer so, als hätte er noch was mit dem klassischen Liberalismus zu tun. Der klassische Liberalismus war ja gegen den Staat und wollte den Bürger vor dem Staat schützen. Der Neoliberalismus kämpft gar nicht gegen den Staat, sondern er möchte sich den Staat zur Beute machen. Er möchte den Staat für seine Anliegen nutzen und ihn zu einem Interventions- und Subventionsstaat für die Reichen machen. Auch zu diesen. Ja, so explizit würden Neoliberale das nicht sagen. Darauf läuft es in der Realität dann hinaus, aber so explizit würden die das tatsächlich nicht sagen. Aber Neoliberalismus ist tatsächlich entstanden aus einer Kritik am alten, gescheiterten Liberalismus. Also mit der Weltwirtschaftskrise hat der ja kompletten Schiffbruch erlitten. Dieses Dogma von einem Staat, der sich aus der Wirtschaft heraushalten solle, war mit der Weltwirtschaftskrise nicht mehr zu halten. Es war vollständig von der Geschichte widerlegt worden. Und da haben sich halt viele Liberale überlegt, Mensch, wie können wir ein neues liberales Projekt starten? Und die haben sich dann in Paris beim Kolloque Walter Lippmann zusammengefunden und da auch den Begriff Neoliberalismus erfunden. Der Neoliberalismus ist also so ein Sammelbegriff für viele liberale Strömungen, die das theoretische Fundament eigentlich zurück zu diesem Manchester-Liberalismus wollen, also mit so einem Minimalstaat, der vielleicht 10% der Wirtschaft ausmacht, der sich aber größtenteils aus der Wirtschaftspolitik heraushält. In der Realität, die Neoliberalen, die waren dann auch wesentlich pragmatischer als die klassischen Liberalen, die, wie Mauswirth gerade gesagt hat, häufig den Bürger vom Staat schützen wollten. In der Realität hat es dann dazu geführt, dass der Staat, also dass die Rolle des Staates gar nicht abgenommen hat, sondern dass der Staat einfach die Steuern für die normale Bevölkerung erhöht hat und die Steuern für die Reichen gesenkt hat beispielsweise. Oder dass man die Finanzmärkte, man hat es also dereguliert hat, aber diese Deregulierung war die Schaffung von neuen Regularien, von denen vor allem die Reichen, vor allem die großen Banken profitiert haben, aber der Großteil der Bevölkerung eben unter dem Tisch gefallen ist. Also das war dann die reale Auswirkung des Neoliberalismus. Und den Bürger vorm Staat beschützen, ja, also ich will da jetzt nicht zu tief einsteigen, aber viele Neoliberale haben auch ein sehr, aus meiner Sicht, seltsames Verständnis von Freiheit. Also Hayek hat ja beispielsweise gesagt, dass er einen liberalen Diktator einer demokratischen Regierung vorziehen würde, der es an Liberalität mangele. Was ja auch schon eine interessante Aussage ist. Also dass diese Freiheit vor allem in wirtschaftlicher Freiheit, in wirtschaftlicher Hinsicht verstanden wird, dass mit dieser Freiheit nicht die Freiheit der breiten Masse gemeint ist, zu tun, was sie will, sondern die Freiheit der Reichen, einen Großteil der Bevölkerung nach Herzenslust ausplündern zu können. Also das ist eine sehr elitistische Ideologie, der Neoliberalismus. Analysen, ich fasse das hier sehr abstrakt zusammen. Gibt es ganze Bibliotheken von Büchern, von Stieglitz? Es war natürlich auch Teil des klassischen Liberalismus. Also man kann natürlich auch den klassischen Liberalismus nicht über einen Kamm scheren. Also auch da gab es unterschiedlichste Positionen. Mirowski, Wolfgang Streeck und vielen anderen. Es gibt ganze Bibliotheken von Büchern, die genau diese Entwicklung analysieren. Er hat eine Vielzahl von Mechanismen entwickelt, durch die sich ökonomische Macht in politische Macht transformieren lässt. Auch da kommen wir noch drauf, was da einige dieser Mechanismen sind. Dass das so ist, das heißt, dass die eigentlichen Strukturen einer demokratischen Kontrolle gar nicht mehr zugänglich sind, schlägt sich einmal natürlich in unserem subjektiven Erleben, in unserer gesellschaftlichen Alltagserfahrung nieder. Das Interessante ist jetzt, da komme ich jetzt auf eine Studie, es schlägt sich nicht nur in unserem subjektiven Erleben wieder, man kann es auch objektiv erfassen und quantifizieren. So, die klassische Studie ist erst 3 Jahre alt, hat eine Arbeitsgruppe in Princeton gemacht, von Gilles. Die haben untersucht, bei politischen Entscheidungen, die in die eine oder andere Richtung gehen können, haben sie sich 1700 Entscheidungen rausgesucht, politische, zu denen es ganz genaue Umfragen gab
welche Präferenzen hatten eigentlich welche Einkommensgruppen und welche Teile der Bevölkerung und haben dann die Präferenzen der Bevölkerung mit den tatsächlichen Entscheidungen verglichen. Fragt man sich auch, warum haben die das nicht eher gemacht? Ist ja keine besonders tiefgehende Idee. Die haben das methodisch sehr ausgefeilt gemacht, das ist eine methodisch sehr anspruchsvolle Studie. Und was sie da gefunden haben, ist, dass die Meinung des durchschnittlichen Amerikaners nur einen vernachlässigbaren, fast null, das ist ein Zitat, fast null Einfluss auf politische Entscheidungen hat. Das heißt, das Madison-Problem ist aus Sicht der Machteliten zufriedenstellend gelöst worden. Die Meinung des Bürgers spielt keine Rolle mehr. Politische Entscheidungen werden von mächtigen Wirtschaftsorganisationen und einer kleinen Anzahl von wohlhabenden Amerikanern dominiert. Also nochmal, ich zitiere keinen Verschwörungstheoretiker. Das ist der Befund einer empirischen Untersuchung, zu der es im Gefolge dieser Studie mittlerweile eine ganze Reihe gibt mit ähnlichen Ergebnissen. 70% der Bevölkerung, nämlich die unteren 70 auf der Einkommens- und Besitzskala, haben überhaupt keinen Einfluss auf politische Entscheidungen. Ja, es ist doch kein Wunder, dass die Bevölkerung in Apathie und Lethargie versinkt und dann Zuflucht sucht in irgendwelchen politischen Positionen mit hässlichem Gesicht, wo sie hoffen, dass sie darüber überhaupt noch wieder Einfluss kriegen können. Wolfgang Streeck, der eine Reihe von tiefschürfenden und sehr luziden Analysen zur Beziehung von Neoliberalismus und Kapitalismus vorgelegt hat, hat das feinsinnig dialektisch so formuliert: Wir entscheiden gar nichts, das wird für uns entschieden, von den Märkten und ihrem Gefolge den Regierungen. Etwas zu sagen haben wir, werden wir erst, wenn wir verstanden haben, dass wir grundsätzlich erst einmal nichts zu sagen haben. Was bedeutet das? Das bedeutet, ein Widerstand dagegen hat überhaupt erst dann eine Chance auf Erfolg, wenn wir eine realistische Einschätzung der Situation haben. Und davor drücken wir uns. So, jetzt möchte ich zum zweiten Teil kommen und das, was ich jetzt ein bisschen abstrakt gemacht habe, mit Beispielen füllen. Wir waren ja gestartet mit den verschiedenen Interessengruppen, die in einer funktionierenden Gesellschaft einen Ausgleich suchen. Das wurde eine Zeit lang auch im New Deal und sagen wir mal von den 30er bis in die 60er Jahre wurde versucht, einen gesellschaftlichen Ausgleich zu finden, in dem der Kapitalismus sich mit der Demokratie strategisch verbunden hat, weil er die Demokratie, die hat er nie geschätzt, aber er sah sie sozusagen als Produktivitätsmaschine an und musste dafür das Versprechen geben auf Vollbeschäftigung, auf angemessene Teilhabe an dem erwirtschafteten Gewinn und so weiter. Diese Situation hat sich mit dem Neoliberalismus geändert. Diese zeitweise Symbiose wurde sozusagen einseitig gekündigt, weil das Finanzkapital ganz andere Erwartungen an Rendite hatte. Und führte zu einer Situation, zu einer solchen Verschärfung der Situation, dass man nur noch die Metapher eines sozialen Krieges dafür verwenden kann. Der Neoliberalismus als Extremform des Kapitalismus und vermutlich auch als seine Endform ist die größte, nach dem europäischen Kolonialismus, die größte Umverteilungsprojekt der Geschichte. Das größte Umverteilungsprojekt von unten nach oben, von Süd nach Nord. Vom öffentlichen Raum in den privaten Raum. Und selbst das von Süd nach Nord, das stimmt. Also der globale Süden hat zum Teil eine viel stärkere Deindustrialisierung erlebt als die Industrieländer. Wir erleben ja global eine Entwicklung hin zu Dienstleistungsgesellschaften, weg von der Industrie. Und die Deindustrialisierung, das ist jetzt total kontraintuitiv, die war in den Ländern, die relativ arm waren, sogar noch stärker als in westlichen Industriestaaten. Gerade viele afrikanische Länder hatten über die letzten 50 Jahre gar kein Wirtschaftswachstum pro Kopf. Also diese ganzen Länder aus der CFA-Zone, wo in den letzten Jahren Putsche stattgefunden haben. Also die Unzufriedenheit, vor allem mit der ehemaligen französischen Kolonialmacht, die dort jetzt überall rausgeschmissen wurde, die rührt vor allem daher, dass diese Länder sich in den letzten 50 Jahren seit Ende der Kolonialzeit sogar zurückentwickelt haben. Dass dort nicht mal eine leichte, also dass sie damals schon bettelarm waren und heute sogar noch mal ärmer sind als damals. Also das sind doch sehr interessante Entwicklungen, die
Ja, definitiv auch mit dem Neoliberalismus zu tun haben. Also die Kolonien sind in den 50er, 60er, 70er Jahren unabhängig geworden und hatten dann kurz nach der Unabhängigkeit häufig, also beispielsweise Niger, die hatten, glaube ich, in den 60er Jahren ihren Peak, was das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf angeht. Und seitdem ging es nur noch bergab. Also wie gesagt, alles auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Also eigentlich hätte man bei solchen sehr armen Ländern hohes Wirtschaftswachstum erwarten müssen. Aber das Gegenteil war der Fall. Also jetzt ist die Frage, schauen wir noch ein bisschen weiter oder? Der Vortrag, der geht nämlich noch ganz schön. Ich würde tatsächlich sagen, war ein interessanter Vortrag von Rainer Mausfeld. Ich werde ihn wie immer in der Beschreibung verlinken. Auch hier mit dem Neoliberalismus. Das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um zu stoppen. Diese Erkenntnis, dass der Großteil der Bevölkerung keinen Einfluss auf politische Entscheidungen hat in den USA. Wir haben hier das empirische Ergebnis, 70% der Bevölkerung keinen Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung haben. Das ist doch eine sehr interessante Take-Home-Message. Deswegen schaut euch den Vortrag von Rainer Mausfeld gerne an. Er ist hier auf diesem Kanal zu finden. Ich werde ihn in der Beschreibung verlinken. Ist schon 7 Jahre alt, aber nach wie vor aktuell. Also Rainer Mausfeld hat auch aktuellere Vorträge, aber kann sich da auch was Älteres ansehen. Das ist ja das Schöne an solchen Vorträgen. Die sind meist ein bisschen zeitloser, deswegen reagiere ich da auch lieber drauf. Zum Schluss nochmal der Hinweis in eigener Sache. Abonniert mich auf Odyssee, abonniert mich auf Rumble. Die Links zu Odyssee und Rumble und auch zu dem Rainer Mausfeld-Vortrag hier findet ihr in der Videobeschreibung. Also in dem Sinne sehen wir uns auf Odyssee, auf Rumble oder ihr schaut euch noch den Vortrag an. Ja, klickt einfach die Videobeschreibung an, dann werdet ihr auf jeden Fall eine dieser Möglichkeiten ergreifen können. Ja, irgendwie muss man die Zuschauer ja darauf hinweisen, die sind irgendwie total träge. Also gerade Odyssee und Rumble, da folgt mir gerade mal 1% meiner Zuschauer. Wenn wir unabhängiger von YouTube werden wollen, dann wäre es schon sinnvoll, dass mir so 10% meiner Zuschauerschaft zumindest mal auf dieser anderen Plattform folgen würde. Also das 1% ist definitiv zu wenig. Ich habe jetzt so ungefähr 11.000 Abonnenten. Das heißt, wenn so 1.000 Leute jeweils mich auf Odyssee und Rumble abonnieren würden, dann wäre das schon was, was mir echt weiterhelfen sollte. Naja, in dem Sinne sehen wir uns dann vielleicht da.